Yo, Freunde, was geht? Ich habe ja neulich einen Hubschrauber getestet. Das ist auf jeden Fall sehr schief gelaufen. Er ist mir einfach weggeflogen und ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Das war ein Hubschrauber, der etwas über 100 Euro gekostet hat. Ich habe mir daraufhin mal einen günstigeren bestellt. So ein Teil hier, das ist aber nur ein Indoor-Hubschrauber. Okay, wenn es draußen windstill ist, kann man sicherlich auch draußen mit dem fliegen. Ist aber dennoch ab 14 Jahren erst geeignet. Habe den bei Amazon bestellt, hat 40 Euro gekostet. Ist so das günstigste, was ich finden konnte. Wir werden den heute auspacken, mal testen, aber ich denke, wir werden nur drin fliegen und mal gucken, ob ich damit klarkommen werde. Und wenn ihr noch mehr Hubschrauber sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Wenn ich mir die Verpackung anschaue, finde ich, sieht das jetzt nicht so überzeugend aus. Also wenn ich den im Regal sehen würde, würde ich da eher nicht zuschlagen. Im Lieferumfang enthalten ist der Hubschrauber, USB, Ladekabel und ein zusätzliches Rotorblatt, die Funke und eine Anleitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, 6 Batterien kommen da rein. Finde ich schon ein bisschen übertrieben. Der Hubschrauber, der ist schon aufgeladen. Das bedeutet, wir können sofort losfliegen. Machen wir die Funke an, dann den Hubschrauber, der hat hier einen ganz kleinen On-Off-Schalter hier an der Seite. Oh, Scheinwerfer hat er auch noch. Naja, ist ja auch ein Militärhubschrauber, ne? Und let's go! Für den ersten Flug gar nicht mal so schlecht, ja? Ja. Ja, lass mal keine Ahnung, lass mal auf dem Karton oder so landen. Jetzt eine kleine Challenge und zwar auf diesem Karton hier oben landen. Wenn man landen will, zieht er so ein bisschen links, rechts. Also ist schon nicht ganz so einfach. Mal gucken, ob Zaberstus das schaffen wird. Auf jeden Fall. Also auf Hochkantkarton war erstmal zu schwer, wir haben den hingelegt, Zaberstus hat es geschafft, aber war schon knapp. Okay, ich bin dran. Okay, Johnny Fuß, dann leg mal los. Einfach fallen lassen. Sicherste Methode. Ja, also wenn man so langsam macht, dann kommt er schon ins Schwanken. Akku hält so maximal 10 Minuten, ansonsten aufladen dauert so 40 Minuten. Ja, der Hubschrauber tut, was er soll. Innen drin fliegt er gut. Ich kann mich nicht beschweren. Für 40 Euro darf man jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit diesem Militär-Indoor-Hubschrauber. War heute mal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns die Tage wieder. Peace.